Hey ihr Lieben, ihr seht schon, es ist wieder Kriegszeit, 11 Stunden 55 noch zu spielen. Ich habe mich also mal entschlossen, ein bisschen früher anzugreifen. Es ist irgendwie abends 22 Uhr irgendwas oder so. Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt. Das Board wird gerade resettet, wie ihr seht. Manchmal ist es ein guter, eine gute Sache, seinem Bauchgefühl zu folgen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, eigentlich ist es nicht so schön oder du, es passt irgendwie nicht so richtig. Und ich habe aber gedacht, das macht sich einfach besser von der Zeit her, wenn ich jetzt angreife. Also habe ich es natürlich einfach getan. Und ich glaube, es ist ein bisschen sehr paranoid zu glauben, dass die Zeit, zu der man angreift, irgendwas hier ja, Auswirkungen auf das Resultat hat. Ja, ihr seht, ich spiele mit meinem Team, mit dem ich seit kurzem nicht ganz so zufrieden, seit kurzem eigentlich schon immer nicht ganz so zufrieden bin. Auch das ist eine Sache, die ich noch überarbeitet habe. Das Board ist an sich gar nicht mal schlecht und ich weiß nicht, mein Toter Moon, da wurde ein bisschen gebufft. Ich selber habe ihn ja auch, aber benutze ihn natürlich seit Jahren nicht. Aber nichtsdestotrotz reden wir mal über mein aktuelles, über dieses Team hier. Ich habe jetzt gerade ein bisschen rumprobiert. Ich habe 5 von 5 Flaggen verspielt. PvP. Nach einer Änderung dieses Teams. Ich habe jetzt also Mika mit reingenommen. Ich habe ihn Power-Leveling-mäßig einmal schon auf 80 gebracht mit 19 Marken emblemiert. Und zack, rein ins Team für Tiburtus. Und ich muss sagen, dadurch, das steigt die Survivability natürlich enorm. Ich habe also versucht, ein bisschen kreativ zu werden. Und bin sehr zufrieden. Ich hoffe, also beim nächsten Krieg wird dieses Team auf jeden Fall entsprechend geändert, umgestellt sein. Und ja, ich hoffe, dass das genauso viel Erfolg verspricht wie hier im PvP. Tja, dass Odin jetzt natürlich reinknallt, war ärgerlich. Das, ja, wie soll man es anders sagen? Tja, jetzt kommt doch noch der gute Kumpel hinterher. Tja, und das war's. 7 Punkte oder so. 11, Entschuldigung, 11, 11 Punkte. Tja, natürlich mein Anti-Destroy-Minion-Team, nennt es wie ihr wollt, übernimmt jetzt natürlich den Part des Cleanups. Ich will auch nicht, dass meine Allianz-Kollegen ständig den Müll, den ich übrig lasse, wegcleanen, das geht nicht. Ja, aktuell läuft es nicht ganz so geil im Krieg. Man hat ja mal so Phasen und ich weiß auch, das ist jetzt nur eine Phase. Die letzten beiden Kriege liefen, naja, ich weiß nicht, semi-gut, würde ich sagen. Dabei ist Ausgleich eigentlich gar nicht irgendwie unser Problem oder unsere Schwäche oder so. Naja, wie auch immer. Der Clean hier auf alle Fälle, soweit ist erstmal erledigt, das kann man schon so sagen. Tja. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Grundsätzlich glaube ich, dass die Boards, die ich hatte, fast durchweg schlecht waren. Das war so mein selektiver Eindruck. Und um mit den Worten meines Kollegen Dave zu sprechen, war dieser Kampf hier sehr belastend. Also das war, ich hatte das Gefühl, die kommen alle anderen Farben, bis auf die, die ich brauche. Und auch damit muss man leben. Das Problem ist natürlich, dass wenn man hier gegen ein Team wie dieses hier versucht, auf Zeit zu spielen, das natürlich ein Problem darstellt. Weil gerade Bera und Beras Minions natürlich unfassbar nervig sind und auf die Kondition gehen. Denn man versucht hier natürlich in Bera reinzuspielen. Man sagt, okay, so richtig gefährlich ist sie nicht. Dafür brauche ich natürlich aber A, Heilung und ich brauche B, Damage, um die Minions wegzuknallen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wenn dann aber nicht die Farbe kommt, die man braucht, um seine Specials vollzukriegen. Tja.
Ja, stell euch mal vor, man wäre hier mit 5-0 blau reingegangen. Nur mal so zum Grübeln. Tja, an der Stelle habe ich gedacht, okay, das Ganze taugt noch was. Das können wir noch machen. Ich habe überlegt, bann ich Bera weg, aber die ist Mönch, da hätte sie widerstehen können. Nehme ich lieber Wolfgang, der ist Kämpfer. Hätte auch gleich ausgelöst. Aber in der Zwischenzeit wäre es natürlich essentiell gewesen, dass ich die Zeit nutze, um die Specials voll zu kriegen, um dann entsprechend zuzuschlagen. Das ist ja der Trick dieses Lepiota-Teams. Die drei Damage wieder vollknallen und Lepiota wieder vormachen, um weiter wegzusperren. Aber ihr seht schon, so richtig funktioniert hat das nicht. Auch wenn die Maus gut den Schaden von Gefion abgefangen hat. Aber was soll ich allein gegen diese Minion übermacht? Ich müsste ja hier jeden Gegner fast zweimal töten, um da irgendwie durchzukommen. Naja. Tja. Doch hier stand schon fest und dabei hat der Gegner nicht mal wirklich einen Heiler gehabt, dass das hier. Tja. Großes Problem darstellt. Ein Punkt. Wisst ihr, wie lange ich schon nicht mehr einen Punkt gemacht habe? Selbst im Rush war einer unserer besten Kriege, also die Rush-Geschichte. Ja, nichtsdestotrotz heißt es weitermachen. Ich glaube, ich bin hier mit Grün reingegangen. Ja, und ich persönlich, ihr könnt mich gerne korrigieren, finde, dass auch dieses Board also Semi bis oberer Durchschnitt war, aber trotzdem die Steine waren dabei Schiete verteilt. Und naja, ich sag mal, gegen einen Gegner reinzugehen, gegen den man einen Punkt gemacht hat, ist wie ein quasi zweiter One-Shot-Versuch. Und nachdem ich die Kombination dort oben gespielt habe, seht ihr schon, das Board gibt nicht mehr so viel her. Es gibt noch einen Zug, das war der hier, der auch gut war, um Knoll voll zu machen. Und wenn Knoll voll ist und unten alles so leuchtet wie jetzt, bedeutet das, dass auch die anderen voll sind. Jetzt gilt es natürlich ein bisschen abzuwägen, gegen wen spielt man hier, wen one-shottet man hier. Also welchen Helden das Problem dabei ist natürlich A, oben der Kriegsausgleich und B, der Fakt, dass das Board ja Schrott war. Ja, deswegen habe ich auch eben noch einen Zug gespielt, um das Board abzuwarten oder zu verbessern und oben den Ausgleich wegzunehmen. Denn in der Regel entscheidet man sich ja auch, einen Helden anzugreifen, unter dem noch entsprechende Steine stehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, tja. Natürlich. Und natürlich ist Wolfgang, hat sich wiederbelebt und jetzt kommt die Heilung. Und natürlich ging Gefion Schlacht durch. An der Stelle habe ich einmal durchgeatmet, habe einmal überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Guck genau hin. Hab die Worte von meinem, ich werde jetzt nicht sagen alt, aber von meinem Jedi-Meister Sippy im Kopf. Grüße dich, mein Lieber. Der mein nicht vorhandener Ruhepol ist. Ich weiß auch nicht. Ansonsten wollte ich auch nochmal Sordi grüßen. Der liegt mir schon seit Tagen in Anführungsstrichen in den Ohren von wegen, ey Steffen, was ist mit deinem Video? Ich brauche Abendlektüre, mir ist langweilig. Es ist ziemlich lustig. Danke dir dafür, dass du so fleißig guckst. Auch bei dir wird es besser, mein Lieber. Das ist nur eine Phase und wir müssen dieses Mindset ablegen, dass es irgendwie an uns oder an den Teams liegt oder an den Truppen oder so. Daran liegt es nicht. Es liegt einfach tatsächlich daran, und du siehst es hier, dass die Boards manchmal scheiße sind. Entschuldigung, also nicht so gut sind. Ja, dieser Sieg war auf jeden Fall erkämpft. Einer der wenigen, die ich hier vorweisen kann in dem Krieg. Aber einer muss der Letzte sein und leider hat es mich getroffen in diesem Krieg. Die anderen haben richtig gut gespielt. Super viele One-Shots. Wir haben auch das Kriegsergebnis, werdet ihr, glaube ich, nachher nochmal sehen. Mit knapp 7500 Punkten ein ziemlich gutes Ergebnis erzielt. Und im Übrigen, Ochkatzelschwurf bedeutet Eichhörnchenschwanz. Für alle Nicht-Bayern. Ich bin übrigens auch kein Bayern, aber ja.
kann euch gar nicht sagen, wie der nächste Kampf ausgegangen ist. Ich glaube gut, aber ich will es jetzt nicht beschreien. Lass es uns einfach zusammen anschauen. Das Problem ist natürlich, gegen einen so starken Gegner wie Valdi hat man leider nicht viele Karenzzüge, will ich mal sagen. Manchmal muss man ja den einen oder anderen Zug machen, um irgendwie was Gutes vorzubereiten. Deswegen schaue ich mir das hier Ganze hier auch ganz genau an. Versuche für mich die beste Situation rauszuholen. Dennoch hat man leider nicht viel Zeit, denn ihr seht schon, Hannah mit ihren 20% Mana Start ist natürlich auch quasi schon voll. Ja, ein bisschen länger gebraucht, bis ich gesehen habe, dass da ein Kristall am Start ist. Wenn der Puls immer schon ein bisschen erhöht ist, weil die anderen Kämpfe Schiete liefen, könnt ihr euch das vorstellen, dann ist das immer so eine Sache. Ja, und los geht's. Ja, da schaue ich einmal, ob Zenobia hier weggebannt werden muss, also oder geblockt werden muss mit Malossi, aber ich habe mich dann für Hannah entschieden. Und dann hatte ich diese unsinnige Idee, dass ich Zenobia auslöse. Ich hätte also meine Sif anders positionieren sollen. Das war mein Fehler, wie ich sie aufgestellt habe. Das wurde mir eben dann klar, weil ich dachte so, hey Mensch, dann löst du Zenobia aus, dann macht die ein bisschen Gegenschlag. Und dann fiel mir ein, Moment, Zenobia ist ja wieder Jabberwock, die greift ja außen an. Das war also nicht so sinnig. Und ich schwöre, ich kann euch nicht sagen, warum ich diesen Zug eben gemacht habe. Ich dachte, vielleicht kommt ein Kristall. Anders kann ich es nicht erklären. Dann dadurch habe ich einen Zug verloren. Das ist ja an sich nicht so gut. Aber gut war, dass Kumpeline Garnet noch am Start war. Ganz offensichtlich. Ich habe überlegt, reicht es für Frick? Dann habe ich sinnfreierweise mal Lossi sofort eingesetzt, hätte ich es mal gegen Frick eingesetzt. Natürlich macht das keinen Sinn, da Gott sei Dank kritisch, da das jetzt weggenommen wird. Ich hätte also auch noch einen Zug warten können, das wäre ein bisschen effizienter gewesen. Aber ich hatte Glück, dass das Board so gut war, dass ich hier noch bisschen freispielen konnte. Ja, das zeigt ganz klar, dass natürlich, wie soll ich sagen, die vorherigen Kämpfe einem immer noch im Mark stecken, ne? In den Knochen. Das ist gar nicht mal so leicht dahergesagt, denn es macht ja psychologisch was mit einem. Und wenn man merkt, das haut irgendwie alles nicht so richtig hin und man versucht es, darf man halt nicht krampfhaft werden. Und sobald das passiert, ich will nicht sagen, hat man schon verloren, aber da stehen die Karten natürlich schlecht. Also heißt es ruhig bleiben und weiter raggen. Ja, schön ist, dass man Elisabeth hier auslösen kann. Feuchtfröhlich immer zu, denn die Fiends werden nicht weggenommen, da sie nicht als Buff zählen. Und so kann ich hier mit den restlichen Helden, die ich habe, das Ding noch nach Hause fahren. Wenn ich mir das Leben auch ein bisschen schwer gemacht habe, zugegebenermaßen. Ja, Gott sei Dank. Oder glücklicherweise kann man sagen, gab es in diesem Krieg eine Kriegstruhe wieder. Wir waren ja bei, ich glaube, gar nicht, 21, 22, ich glaube 21 von 25 Kriegspunkten. Die 5 durch den Sieg, den wir erlangt haben, hat ausgereicht. Aber ich muss sagen, leider Gottes war meine Kriegstruhe ziemlich schäbig. Das werdet ihr nachher noch sehen. Das Video habe ich mit angehangen. Ja, rot-lila, ihr seht schon. Ich habe mich also so ein bisschen auf lila versteift, da rot hier nicht so wirklich am Start war. Wie immer habe ich versucht, eine Mühe-Board-Bewegung mehr reinzukriegen als üblich, als mit dieser einfachen Dreier-Kombi. Immer in der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere rote nachkommt, nachgeschoben wird. Ja, und ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich hätte mit Freya noch warten können, aber nein, das habe ich mit Absicht nicht gemacht. In dem Fall tatsächlich nicht. Denn wie ihr seht, kommen jetzt die ganzen Damage-Dinge rein und ich wollte die Minions haben.
Dann hätte ich gewartet, hätte ich keinen Minion gehabt und der Schaden wäre höher gewesen. Auch gut und übrigens unter dem Fakt, dass ja Finlay gleich auslöst und er auch nur bei Helden auslöst, die Buffs haben. Wenn die Buffs also weggenommen werden, ist es nur ein Single Shot. Tja, die Minions haben mir an der Stelle leider, haben mich leider den Sieg gekostet. Da gehe ich ganz stark von aus, denn ihr seht, das Board war jetzt nicht so schlecht, aber dadurch, dass Rigard, naja, wie soll ich sagen, jetzt ausgelöscht wurde, blieb natürlich meine Heilung weg. Wobei, wenn ich mal gucke, so viel Rot habe ich jetzt auch nicht. Ich konnte die ganze Sache so also ein Quäntchen herauszögern. Aber so richtig viel zu bewirken gab es hier nicht mehr. Versucht das Beste draus zu machen, wie ihr seht, aber schwierig. Ich persönlich fand es sehr schwierig. Ansonsten danke ich euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich verspreche euch, der nächste Krieg wird besser. Ich arbeite ganz hart daran. Ich versuche immer noch so ein bisschen an meinem einen Team zu feilen. Mit den anderen bin ich sehr zufrieden. Ansonsten ja, hoffe ich, dass ihr Glück hattet in euren Black Friday Pulls, die ihr mit Sicherheit gemacht habt. Ich hatte, meine Ausbeute war nicht so schlecht. Ich habe Bera bekommen, ich habe Orsena bekommen und den HDM irgendwie. Und dementsprechend will ich nicht meckern. Ja, das ist der Kriegsloot, den ihr seht. Ansonsten denkt dran, auch bei Dave vorbeizuschauen. Bei dem lief es auf alle Fälle besser. Grüße an der Stelle an Dave. Haut rein, bis zum nächsten Krieg. Ciao, ciao.